Da, jetzt hast du eine Route. Insuffizient Ressource ist nicht mehr. Und jetzt können wir ja das genau beobachten und schauen, wenn hier die gleiche Meldung kommt wie hier, dass kein Exportvolumen ist, dann produzieren die zu schnell. Wenn das nicht kommt, dann produzieren wir zu langsam. Und ich gehe stark davon aus, dass wir langsamer produzieren. 11,35 Sekunden für eine Excel quasi. Ich sehe auch nicht den Output. Das Ding ist voll, das sehe ich gar nicht, merke ich. Also hier im Dings sehe ich das nicht, wie viel wir drin haben. Das ist Mist. Aber das Ding ist jetzt tatsächlich voll. Warum? Weil die ihre Dinger lieber von hier rausholen. Das ist jetzt doof. Da sind wir nämlich schon wieder bei dem Problem. Hier kommt, ist egal. Das Problem ist, dass dieser Import ist näher hier dran als unsere Produktion. Und das ist schlecht. Das ist nicht gut. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt tatsächlich. Oh, hier, Make Steel Sheets. Wir können die tatsächlich selbst machen. Ja, natürlich können wir die selbst machen, habe ich ja gelesen. Wenn ich jetzt hier einen Supply hinsetze. Oder direkt hier. Ich setze jetzt hier mein Supply hin. Und sage, liebes Supply, hier kommen nur Excels rein. Und zwar volle Kanne. Wir lassen das dann laufen. Ja, dann werden die von hier her geschleppt. Ach, das ist doch wieder Mist. Das ist jetzt ganz großer Mist. Hier fehlt quasi eine Option, dass ich sagen kann, hier, du holst nur Sachen von dem und dem Lager. Das ist jetzt ein bisschen doof. No Export Room, weil die halt immer noch von hier geliefert werden. Hier kann ich aber auch keine Einstellung machen, dass dann das nicht liefert, ne? Das im Endeffekt würde sich das wahrscheinlich nur noch lohnen, wenn ich wirklich alles selbst produziere. Oder wenn ich Produktionsketten quasi entferne. Oder, jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche Taste war das denn? Wenn ich jetzt, Gott. Stand das hier irgendwo? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich hatte die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ausschließlich. Nee, da reißt du mir den kompletten Import ab. Das will ich ja nicht. Oh Gott, wie ging das denn? Ich will ja nichts Falsches abreißen. Jetzt ist die ganze Produktion hier, geht dann flöten. Ich möchte nur. Ja, das ging total schief. Das ist das, was ich nicht wollte. Ich bin jetzt schon total begeistert. Das ging ja mal total in die Hose. Dammit. Okay, gut. Schwund gibt's immer, ne? Würde ich mal sagen. Ich stelle die Stockpile mal hier hin. Setze hier einen Converter. Nee, er hat es nicht angenommen. Ich sehe keine Verbindung. Okay, das müsste jetzt aber so funktionieren. Und den werden wir jetzt wieder ganz normal hiermit erstmal verbinden. Dann wird wenigstens die eine Hälfte hier beliefert, hoffe ich. So, kommt das jetzt an? Ach so, ja, kann ich. Ach, verdammt, Research-Projekt. Jetzt wird's. Ah, hier, Turbo-Drying. Lass mich raus hier. Ich möchte gerne in die Stockpile zugreifen und sagen, dass ihr die Excels komplett reinmachen sollt. Hallo?
Oh, die haben hier drüben auch gar keine Verbindung mehr. Aber hallo, müssten die jetzt nicht hierher liefern? Die Verbindung müsste doch da sein. Hier liegen die Excels und hier sollen die her. Excel. Korrekt. Und ihr produziert Excel. Ist auch korrekt. Dann steht die Verbindung immer noch nicht richtig. Das ist ärgerlich. Kommen Sie jetzt an? Nein. Mal zu den Gabelstaplern hinführen. Jetzt kommen Sie an. Okay. Gut, das heißt, die werden jetzt hierher geliefert. Und in der Theorie, weil jetzt hier die Verbindung fehlt, müssten die doch jetzt das Zeug von hier holen. Jetzt mal rein theoretisch gesagt. Wenn wir nicht zu viel produzieren würden. Hätte wahrscheinlich auch gereicht, einfach die Verbindung hier zu kappen. Hätte der Knoke nicht ganz nachgedacht. Hätte ich gar kein Lager hinbauen brauchen. Hat er jetzt aber trotzdem gemacht. Der Junge. Okay. Ich muss noch mal schauen, wo diese Tastenkombination war, so dass ich einstellen kann, dass ich nur und ausschließlich die Conveyor Belts entferne. Wahrscheinlich ging das mit dem Demolish, oder? Hold Shift, du delete Resource Conveyors. Or use White Mouse Button plus Shift. Was? Okay. Das heißt, wenn ich jetzt sage Shift. Nein, hat er mir trotzdem den Importer weggeknallt. Was er ja nicht tun soll. So, jetzt hat er wahrscheinlich gar keine Verbindung. Die muss ich nochmal neu knüpfen dann. Weil die Verbindung fehlt ja jetzt. Ah. Okay, was habe ich hier überlesen? Hold Shift to delete Resource Conveyors. Okay, wir schon mit der linken Maustaste. Ich habe eigentlich Angst, dass ich das wieder lösche. Wir machen das mal hier rüber. Shift links. Ja, und? Ich habe Shift gedrückt und trotzdem hat er mir jetzt das komplette Lager wieder abgerissen. Beim ersten Mal hat es ja geklappt. Aber der zweite Versuch ging ja jetzt mal total in die Hose, ne? Und wo fehlt jetzt die Verbindung? So muss ich das jetzt hier rüberziehen, nochmal, damit die Verbindung steht. Das ist noch ziemlich anfällig, finde ich. Besonders, obwohl ich gesagt habe, dass wir das gar nicht brauchen. No Export Room. Was? Ah, das stört jetzt. Okay, hier 2400, das kann eine Weile dauern, hoffe ich. Die schleppen hier nichts rüber. Ich verstehe gerade nicht, was hier Phase ist. Habe ich jetzt das komplette System kaputt gemacht oder was? Warum wird hier nichts rübergetragen? Hallo? Wie habe ich es denn vorhin gemacht, dass es das geklappt hat? Fühle mich gerade ein bisschen veralbert. Ziehe ich jetzt hier in der Mitte noch eine Linie oder was? Leute, wieso funktioniert das nicht? Kriege ich jetzt in allen Spielen irgendwelche Probleme, weil das hier irgendwie nicht funktionieren will? Dann reißen wir es jetzt halt nochmal ab. Ja, da kenne ich nichts. Ja, hier habe ich Schiss.
Theoretisch brauche ich das Lager gar nicht. Müsste sich ja hier füllen. Es müsste eine Verbindung von hier nach hier bestehen. Müsste. Weil die anderen werden ja alle beliefert. Hier gehen auch welche weg, ne, von den Axels. Das heißt, ich glaube schon, dass die hierher geliefert werden. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier echt abwarten, ob das Lager hier... Es wird aber auch nicht gefüllt. Moment. Drive Shaft? Moment, das geht doch gar nicht. Können wir den Drive Shaft selber produzieren? Wo kommen denn die Drive Shafts her? Die habe ich hier nirgendwo drin stehen. Drive Shafts. Das heißt, die muss ich ja trotzdem dann von extern ranholen. Das ist ja bescheuert. Dann funktioniert das doch gar nicht, was ich mir gerade so überlegt habe. Das ist gerade ein bisschen unbefriedigend. Deshalb wird die Produktion auch nicht weitergeführt. Ach, ich wollte doch bloß, dass das Ding weggeht. Aber die brauchen ja Drive Shafts. 6 plus 0, 10 plus 0. Waiting for Line? Worauf wartet ihr denn? Waiting for Line? Was? Ich habe meine Autoproduktion gerade kaputt gemacht. Es läuft nur die. Warum läuft nur die? Was ist hier drüben anders? Warum kommt denn jetzt hier nichts mehr an? Die haben doch alles. Die produzieren hier nicht. Waiting for Line. Was stimmt denn mit der Line nicht? Was ist denn hier nicht? Hä? Was stimmt damit nicht? Die Line ist doch da. Was wollt ihr? Ne, ich researche jetzt erstmal nichts mehr. Das geht mir nämlich gerade auf ein bisschen so offen, ne? Also, ihr wisst schon. Was ist jetzt hier nicht in Ordnung? Was hat denn der gerade für ein Problem? Ich sehe es nicht. Ich sehe gerade nicht, wo das Problem ist. Es sind doch gar keine Autos hier. Wie zeigt ihr mir denn an, dass da Autos sind? Waiting for Line. Was denn für eine Line? Na, komm. Bin doch blind, oder? Leute, hier sind doch das... Ich habe mir gerade vorher auf den Kopf gehauen, das habt ihr nicht gesehen. Wie kann ich denn nur so blind sein? So, jetzt habe ich die Conveyor Belts wieder hingebaut. Super. Natürlich läuft die, ich sehe es bloß nicht, weil hier ist ja das Auto, ne? Ganz leicht und vage zu sehen. Das sind ja bloß die Achsen da. Ach, Knorke. Und nun muss es wieder abreißen. Das ist doch schon wieder saudämlich. Von mir natürlich. Von mir. Gar keine Frage.
Im Die einzige Möglichkeit, das Ding, nee, Mac Excel ist ziemlich groß. Das kann ich ja nicht irgendwo dazwischen reinquetschen. Hier vielleicht, ne, durchdrehen. Aber wer weiß, was ich mir hier alles verbaue dadurch. Da kommen wir nur alle komplett durcheinander. Könnte ich es vielleicht? Könnte ich es hierher bauen? Ja, ich muss trotzdem noch Verbindung hinbauen. Das ist. Nee, jetzt tatsächlich nicht weiter. Die sind zu langsam. Die kommen nicht vorwärts. Wir müssen tatsächlich doch erstmal den Stau auflösen. Das Ding ist völlig umsonst. Okay, hier hinten staut es sich. Was ist das hier? Dry Finish. Okay. Hat mir nicht irgendwo was mit schnelles Trocknen? Bin ich jetzt schon wieder vorbeigehuscht, nehme ich mal an. Da haben wir schon alles erforscht. Verdammt! Verdammt! Gut, das heißt, wir haben hier das Problem, dass wir zu langsam. Da will man schon mal was optimieren. Ich meine, wir verdienen reichlich Kohle, ne? Also das braucht man gar nicht drüber reden. Ich glaube, hier staute sich ein bisschen, ne? Das heißt, wir gucken jetzt mal. Die letzte Produktion, Fit Windows, die braucht 4,75 Sekunden. Fit, nee, das ist die letzte Produktion davor. Die staut. Kann das sein, dass die staut? Nee, die braucht bloß 4 Sekunden. Die brauchen 7 Sekunden. Okay. Prinzipiell. Chassis zu. Da sind wir tatsächlich wieder bei Optimierung. Heute, ich glaube, es ist in den letzten Folgen ist alles ja nur Optimierung. Bitte einmal drehen. Dann setzen wir einfach mal hier an. Nee, das geht so nicht, Knorke. Das funktioniert so nicht. Ich muss das ja schon irgendwie wenden und umdrehen und abarbeiten. Wir müssen jetzt hier mal auf Pause gehen. Wir verlieren jetzt leider Fahrzeuge. Pit Wing Mirrors. Das muss leider sein. Wo sind die Fit Wing? Ey, ich wollte ja gerade, du hast mich gerade komplett gestört. Wo sind Fit Wing Mirrors? Wing Mirrors hier. Okay. Das heißt, die müssten wir dann hier aufbauen. Und die Verbindung dann hier. Ach komm, stell dich nicht so an, ja? So. Wird er auch mit Ressourcen beliefert? Ja, hier ist ja der Wareneingang, das müsste eigentlich klappen. Und jetzt geht's dann damit weiter. Stellen wir die direkt daneben auf. Eins. Danach kommt der Dwei-Dingsbus. Der Dwei braucht 24 Sekunden. Moment. Entschuldigung, ich muss die mal kurz wieder löschen. Paint Undercoat braucht 7, ist trotzdem zu langsam, ne? Die Trocknung dauert zu lange. Nicht das Vehikel, ich möchte die Trocknung ansehen. 24 Sekunden dauert das Trocknen. Brauche quasi mehr Trockner. Ich brauche eigentlich von allem mehr, sehe ich hier. Huhuhu, hier müssten wir tatsächlich dann mehrere Umbauten durchführen, fürchte ich. 24 Sekunden, weil der Rest, hier läuft es ja einigermaßen flüssig, ne? Ich schätze mal, dann werden wir hier zu schnell. Das Risiko müssen wir allerdings eingehen. Und zwar, okay, Paint Undercoat ist damit erstmal verschwunden. Wir verlieren mehr Autos als gedacht, aber es muss jetzt sein, das geht jetzt irgendwie nicht anders. Wir haben jetzt auch nicht wirklich den Platz. Wo
Lord, kriegt er das hin, wenn ich den jetzt hierher setze? Und wir haben ja festgestellt, der braucht 7,9 Sekunden und der Trockner braucht länger. Dann haben wir hier den zweiten Trockner. Das heißt, das Teil fliegt weg. Dry Finish fliegt auch weg. Dafür kommt der Dry Finish hierher und der zweite Dry Finish hierher. Und jetzt müssen wir das Ganze mit den Converters noch gut verbinden. Was? Okay, entschuldigt. Machen wir das so. Das geht doch gar nicht. Der Knucker denkt wieder nicht nach. Okay. Zum Glück haben wir genug Geld. Okay. Paint Finish. Trocken. So. Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug jetzt noch verschwinden wird. Das ist Straße. Was ist das jetzt? Dry Finish. Er muss auch weg. Leider. So. Also. Wir haben jetzt Paint Undercoat. Das geht schnell genug. Wenn wir den jetzt direkt hier dranhängen einfach, geht das natürlich nicht, weil das hier im Weg ist. Paint Undercoat. Er meckert rum. No wood to stockpile. Gut, dann machen wir das anders. Zum Glück, wie gesagt, zum Glück haben wir genug Geld. Dann lassen wir einmal Abstand, dann können wir hier eine Verbindung herstellen. So, dieses Teil benötigt zwei Trockner. Machen wir jetzt einfach mal. Eigentlich könnte man da fast sagen drei. Weil ich schätze mal, das Teil kann ja auch noch verbessert werden. Ja,